So Leute, ich bin mal wieder an einem Samstag im Store im Amazing Toys in Zürich. Und was haben wir hier alles? Wir haben hier Dimension Force Displays Englisch-Deutsch. Erst gerade kürzlich rausgekommen. Aber natürlich auch hier irgendwo das neue Set Astral Radiance. Das ist gerade erst gestern rausgekommen, wo ich jetzt eigentlich hier dieses Video aufnehme. Ich finde das Display ganz geschmeidig. Damit die ganzen Legend Arceus-Karten und auch tatsächlich das Art Set richtig, richtig hübsch. Ich habe das hier hinten irgendwo. Da haben wir das. Das sind wirklich echt coole Booster. Mir gefällt vor allem tatsächlich, und ich weiß, vielen gefällt das nicht, das Palkia in dieser, ja, Centaurus oder wie man auch Centaurio-Form oder wie man das auch sagt. Richtig, richtig cool. Und wir nutzen gerade die Zeit. Es ist gerade richtig ruhig da draußen. Nicht viel los. Niemand hier am Start. Da hinten noch so ein komisches Fahrrad. Keine Ahnung wieso. Aber wir nutzen die Zeit hier. Erstmal die Vitrine haben wir jetzt erst auch kürzlich vor 1,5 Wochen neu eingerichtet. Da wird dann auch noch einiges mehr folgen. Und wir sind gerade dran, hier auf dieser Seite die Comics auch nochmal nachzubessern, denn wir haben neue Divider, neue Trenner. Das sind auch die neuen Hüllen. Ihr seht, das sind die alten Hüllen, das sind die neuen Hüllen. Und das sollte dieses Jahr auf jeden Fall auch fertig gemacht werden. Aber wir sind gerade bei diesen Trennern dran. Vorhin waren das, da sind keine alten mehr drin, diese alten Trenner. Und ihr seht, die brauchen so viel Platz. Und die hier brauchen viermal weniger Platz. Das ist richtig, richtig praktisch. Und wir haben sie jetzt auch mit der Etikettiermaschine schön mehr oder weniger ready gemacht. Richtig, ich sage jetzt mal effizient, platzsparend und per Zufall auch brandingmäßig, weil das ist orange. Und natürlich, wie ihr es kennt, unser Logo ist natürlich auch orange an der Stelle. Und hier verwenden wir das gerade. Das sind diese hier. Sind richtig, richtig praktisch. Und ja, hier kann man auch noch ein bisschen drüber kommen. Hier haben wir dann noch die ganze Digimon-Sektion hier im kleineren Rahmen. Diese Mangas wollen wir auch mal noch weg haben. Dann haben wir das auch richtig mit, ich sage jetzt mal, diesen, ja, Merch, Trading Card Game Sachen und Co., dass das auch alles einfach beisammen ist und richtig sortiert ist. Hier haben wir noch ein bisschen Magic. Wieso ich das gekauft habe, dieses Starter-Kit, frag mich nicht warum. Im Nachhinein denke ich mir so, absolut lost gewesen. Aber dieser Fuchstyp ist mir irgendwie sympathisch. Erinnert mich an Vulpera in World of Warcraft. Aber das ist Magic, das ist ein anderes Spiel. Wir haben übrigens auch noch hier, ich weiß nicht, ob ihr Popfiguren sammelt. Ich finde Popfiguren eigentlich immer ganz cool, vor allem die Pokémon-Pops. Das ist hier der Mr. Mime oder Pantymos. Den fand ich ganz cool. Und also wir haben jetzt nicht viele Popfiguren, aber ab und zu finde ich persönlich, wow, kann man sich auf jeden Fall, boah, alles fällt runter. Thomas macht hier alles kaputt. Ganz schlimm. So. Macht hier alles kaputt. So. So, hier oben haben wir noch Figuren hingepackt. Ich weiß nicht, ob man die sehen kann. Das sind die Kotobuyaki-Figuren, die Artifix 1 zu 7. Auch ganz geschmeidig, Kalbamarik, Bakura, Yami-Yugi und halt Atem, auch richtig geschmeidig. Und ja, das ist jetzt hier auch nochmal etwas neu reorganisiert, die Trading Card Game Wall. Die sieht eigentlich auch mittlerweile ganz, ganz crazy aus, wenn man sich das mal so überlegt und so mal anguckt. Also das ist echt wild, wie sich das über die, ich sag mal, letzten 12 bis 24 Monate entwickelt hat mit dem ganzen Umstrukturieren. Auch hier diese Ecke ebenfalls sieht deutlich, deutlich, deutlich anders aus als jetzt noch vor 2, 3 Jahren. Wir haben das ganze Rebranding und alles gemacht. Und natürlich auch auf der Comic-Seite tut sich so einiges. Hier sieht man das, glaube ich, relativ gut. Hier haben wir jetzt schon so andere, neuere Divider. Aber auch hier, die werden wir wahrscheinlich dann eben gegen all diese Orangenen ersetzen, damit es auch vom Logo her passt und vom Branding her passt. Hier haben wir dann solche Kartons. Also das wird alles hier noch geschehen. Das ist alles so, ich sage jetzt mal, in progress. Und ihr seht, so schaut das nochmal deutlich, deutlich eleganter aus. Und vor allem sieht man dann auch die einzelnen Trenner wirklich, wirklich sehr, 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 sehr deutlich. Hier sind wir schon an den nächsten Boxen dran. Das machen wir dann da hinten jeweils im Backoffice mit unserem Etiketten, Drucker. Ja. So, würde ich sagen, wir zoomen hier mal noch ran. Erzählt gerade die Comics. Nein. Er guckt sich, er erzählt nicht. Er tut so, als ob er erzählt. Okay, was passiert hier? Und er ist weg. Und ich bin auch weg.